Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hogwarts Legacy. Wir machen heute weiter mit einer Raune, die wir besorgen müssen. Ich hoffe, dass wir hier Glück haben. Rein theoretisch müssten wir. Rein theoretisch müssten wir eine Raune hier finden. Was ist das hier? Wir von der Wange. Von irgendwem, ja. Hallo, Professor Garlic. Warum bekomme ich noch diese zusätzlichen Aufgaben, Professor? Das hilft Ihnen, Ihre magischen Fähigkeiten auch außerhalb des Unterrichts zu schulen, um einen neuen Zauber zu erlernen. Wingardium Leviosa. Vor dem Einpflanzen müssen wir erst den Boden bestellen. Wenn Sie fertig sind, kommen Sie wieder her, damit wir gemeinsam am Zauber arbeiten können. Ich freue mich drauf. So. Nee, Diptor brauche ich jetzt nicht. Ich müsste eigentlich jetzt hoffen, dass wir jetzt irgendwann mal eine Raune finden könnten. Gab es hier noch nicht noch ein anderes Gewächshaus, wo ich jetzt noch hin kann? Mir war, als wäre da irgendwas gewesen. Das ist eine weitere Kiste. Na. Gut, das war die einzige. Aber ich habe da auch eine weitere Seite. Aber kann man hier nichts machen? Wo kriegst du jetzt alle Raune her, so nebenbei? Das haben wir nie eigentlich drin. Na, super. Schade, hätte ja sein können, dass das klappt. Haben wir auch irgendwo ein anderes Gewächshaus, ein weiteres irgendwo? Was ist das hier eigentlich? Bisschen Geld, naja, immerhin. Wo zur Hölle finde ich jetzt euch Raunen? Okay. Na komm.
Gut, also. Und zwar habe ich den Fundort gefunden, wo es die gibt, geben soll. Kann ich jetzt die Weltkarte mal kurz? Wäre das total toll, wenn ich das könnte. Weltkarte, genau, das war der Gedanke dahinter. Ja, hier ist es. Und zwar findet ihr Alraunen, ich muss gerade gucken, über dem Berg, also hier irgendwo muss das sein. Trollfischstück? Nee, warte mal. Irgendwo hier, in dem Dreh rum. Doch, scheinbar. Scheinbar ist es richtig, dass ich da. Warte mal, oder was ist hier? Bitte. Kleines Banditenlager. Doch, schau mal hier. Also zu dem Ding. Wissen wir. Gut. Alles klar, dann weiß ich zumindest Bescheid. Dann reisen wir zu dem Turm. So, wir müssen mal zu dem Spinnending. Weil da soll irgendwo. Da soll es nämlich. Alraun geben. Bin ich überhaupt richtig hier? Nee, warte mal. Das soll dann nicht da sein, sondern hier, oder was? Kleines Banditenlager. Sehe ich das richtig? Hier unten? Sieht so aus, ne? Oder warte mal, ist das ein Stück weiter drin? Nee, das ist hier. Beim Mondkalbbau. Das soll es, glaube ich, Alraun geben. Also, wenn ich es richtig gesehen habe auf der Karte. Auch schon mal besser aus. Rebellion. Ich muss sogar den richtigen Punkt finden. Irgendwo hier in der Ecke soll es sein. Lumos. Rebellion. Bist du hier für ein Vieh? Hallo. Dann lass. So, dann machen wir das Schloss mal auf. Und retten das Mondkalb. So. Mega Powertrank. Aber eigentlich habe ich was anderes gesucht. Das müssen wir hier, die müssen wir nicht einen Punkt nur suchen.
Einfach mit Rüden. Wo zur Hölle müsste ich denn da genau hin? Bitte. Aber ich suche andere Dinge. Natürlich, was geht da völlig? Ich suche aber eigentlich was anderes. Ich kann. Wo genau sind diese scheiß Rauen, ey? Ich bin doch richtig an dem richtigen Punkt, oder nicht? Also ziemlich in der Nähe von dem Berg dort. Also das Ding muss, hier ist der Berg. Also muss das ja hier irgendwo sein. Und zwar ziemlich direkt dran. Also vermute ich, dass es da irgendwo ist, auch auf jeden Fall, an dieser Stelle hier. Weil hier sollen sich der Ort finden, hier muss immer eine Leiche liegen. Und an dieser Leiche sollen. Sowas. Geld. Ja, die müssen mir ja auf der Karte angezeigt werden und nicht. Also nicht auf der Karte, sondern ich muss ja mit Revelio müssen sie.
Ob das so eine richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Ja, wo zur Hölle ist dieser... Wo zur Hölle ist die Stelle? Sie sagt ja, irgendwo am Wegesrand. Lumos. Wenn das mal nicht Nora Treadwell ist. Geschickt. Meine Güte, machen wir mal gut jetzt hier. Und ihr Reiche, Level 19. Eigentlich will ich da jetzt gar nicht hin. Gestohlenen Kobold. Aber jetzt kriege ich mich wieder schon wieder um einen Gegner, den ich gar nicht will eigentlich. Aber wo genau befinden sich die Schächter Grauen? Ich sage ja, ich mache wieder nebenbei Aufgaben, die ich gar nicht machen will. Lumos. Ach, wo zur Hölle? Die haben dieser noch nicht empfehlen. Ich weiß nicht, wo es mitschicken.
Es ist doch. Es muss ja hier irgendwo sein. Revelio. Magie. Lumos. Ich will die Verstelle nicht erlaubt. Ernsthaft jetzt, ich will die Aufgabe machen, so schwer, das sollte ja noch nicht sein. Aber ist sie im Lager drin oder was? Wo finde ich die Scheiße alle rauen? Wie viel Kohle haben wir eigentlich auf der Arbeit? Bevor ich das jetzt ewig in drei Tage. Oder 25, war auch nicht wirklich das Wahre jetzt. Lumos. Wo zur Hölle ist das, soll das denn genau sein? Das soll ja. So, warte mal. Wir haben. Warte mal. Um ja, hier die Stelle mit dem Kopf. So, ich bin, glaube ich, ein bisschen weit raus vom Schuss. Es kann aber sein, dass es. Das muss ja aber hier irgendwo sein. Da sind die ganzen Dinge. Da oben ist das Einzelne. Da oben ist das. Das muss eigentlich mehr oder weniger hier irgendwo sein. Also da eigentlich mehr oder weniger. Irgendwo da auf jeden Fall diesem Lager.
Revelio. Ja, noch irgendwas? Ja, hier meine Spinnen. Protego! Revelio! Lumos! Diese dramatische Musik gerade, ne? Rebellion. Hallo, Homura. So, da ist mal das Viech da raus. Wir sehen, was da immer drin ist. Lumos. Erster Linie mein Knuddelmuff. Lumos. Ich will aber eine Schwester Ron haben. Wo ist das Ding hin? Ja, das ist vermutlich, dass das da irgendwo noch. Das sind da sicherlich keine. Rebellion. Lumos. Also laut der Karte dürfte das eigentlich in einem Banditenlager sein. Ich muss nur die richtige Stelle finden. Es könnte aber das hier sein, tatsächlich. Laut der Karte liegen hier mehrere Sachen am Boden. Also vermutlich, dass es wirklich alles dieser Banditenlager ist. Hallo, Homura. Also, ist das ein Phönix? Ich mach wieder Dinge, andere Dinge. Mach mal auf. Lumos. Also es ist entweder also ist das oder das andere, eine von den beiden. Größer steht wahrscheinlich eher weniger. Kann ich frage, kann ich hier kurz das Ding auf hell stellen? Weil es hier sonst nämlich nichts. Ah.
Nee, ich weiß, ich habe keine Ahnung, ey, wie das, was für welche das ist. Das kann nur eins von diesen beiden nichts sein. Oder ist das hier? Das kann ein Treuversteck. Nee, warte mal, das muss doch hier irgendwo sein. Hier oder hier. Oder ist das in dem Troll versteckt? Das kann natürlich auch sein, dass es in dem Ding drin ist. Ja, wir machen es anders. Es ist jetzt Schwachsinn, dass du so. Also ich. Wir werden jetzt. Warte mal, wo muss ich jetzt da hin? Nicht schwer ist das Ding. Wasser Wegerich ist der Laden. Naja, machen wir es einfach so. Versuchen wir es hinkriegen. Wir müssen hier ein bisschen Sachen verkaufen. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich. Ich vermute, dass wir alle Raunen zu kaufen müssen. Also ich hatte eigentlich jetzt versucht, die Sachen öffentlich zu finden, aber scheinbar ist es halt nicht mehr. Da müsste da dann irgendwas sein. Also rein theoretisch. Hm. Ah, Sie sind's. Welch schöne Überraschung. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Ich verticke jetzt gerade Dinge. Halt! Halt! Und verkauft! Niemand kann behaupten, meine Regale wegen. So, warte mal, warte. Ausrüstung? Das werden wir natürlich direkt wieder ablegen, klar. Und hier unten ist noch eine Kopfbekleidung. Auch die natürlich wieder abgelegt werden wird.
Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. Ja. Den verdecken wir hier. Genau, so wie den hier. Und schon haben wir die bisschen Kohle zusammen. So, warte, was habe ich gesagt, was ich brauche? Dimm-Tabletter, Flussgrasstamm, Knöterich, Blätter Zweimelkraut. Dünger, Flussgrasstamm, Knöterichs haben. Das ist nicht das, was ich haben will, oder? Ganz auf 40. Das ist sogar, also ist sogar der falsche Händler. Man kann behaupten, meine Regale wären leer. So. Also. Da oben müssen wir auch mal hin. Nicht der falsche Laden war gewesen. So, dann hüpfen wir mal da kurz rüber. Und kaufen uns die Dinge. Wir brauchen sie ja nur für eine, bis sie einmal für eine Dings. So, dann müssen wir da hoch. So eine Dings rum. So ein kleines Kind, so ein toll vermöbelter. Da ist er. Na gut. Gut, dann kommen wir her. Ja, gib mal, was du hast. Hallo. Oh, hallo. Verzeihung, ich bin etwas durcheinander. Ich musste einige spuckende und kneifende Pflanzen tadeln. Ja, das schlimm sowas. Davon, wenn man mehr als vier in einen Topf setzt. Quasi. Beatrice Green, der Name. Aber Sie dürfen mich Madame Green nennen. Okay. Willkommen bei Wasserwegerich und Knollenblätterpilz. Stoßen Sie die Alraunen nicht an. Ja. Wenn es nicht ständig Bedarf an Gegengiften gäbe, müsste ich nicht so viele von den süßen Kleinen führen. Außer natürlich für Flüche und, nun ja, wenn sie versteinert wurden, sind sie natürlich auch richtig. Stoßen Sie bloß nicht die Alraunen an. Bei einer Entwurzelung fallen Sie als nächstes tot um und ich bin nicht in Stimmung, das aufzuräumen. Dankeschön. Ich würde gerne mehr was angucken. Was verkaufen Sie hier? Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. So, also ich brauche Alraunen. Oh, ich freue mich immer, wenn... Und ich brauche eine Venomosa Tentacula. Sie werden es noch weit bringen. Ja, aber auf jeden Fall das, was ich haben will. So, Dings gefunden. So, jetzt müssen wir eine Venomosa Tentacula schaffen. Warte mal, das anders. Ich muss gerade gucken, wo sie hin sind. Die müssen wir da schaffen, ne? Einmal kurz. Ich tat einfach so, als hätte ich mal. So, jetzt müssen wir den nächsten Gegner finden. Und ich weiß auch wo. Hier sind nämlich durchaus mal noch ein paar Gegner. Und die brauchen wir. Dann haben wir die Aufgabe geschafft. Alter Verwalter, ist das heute. Wie schön, Sie zu sehen. Jetzt müssen wir nicht nur Gegner mal aufführen. Hier sind Gegner. So.
So, wir haben die Aufgabe geschafft. Ich mach die Kontrolle hier noch platt. So, die Truhe noch mitnehmen hier. Und dann haben wir das Lager auch abgeschlossen. Und dann machen wir uns kurz auf zum Kräuterkundeunterricht, dann sind wir nämlich durch mit der Folge. Meine Güte, ey, was für ein Akt. Ich hätte es mir auch ein bisschen einfacher haben können, aber es ist halt so jetzt. Es ist ein Akt gewesen. So. So. Eisen. Wie gesagt, manchmal ist das so, dass es halt Dinge gibt, die ein bisschen was länger dauern. Und wenn man es hier hinbekommt, dann machen wir es halt ein bisschen was kürzer. Na? So. Wunderbar, dass wir uns wiedersehen. Professor Garlic möchte gerne was von uns, von mir. Wo sind sie denn? Da ist sie. Moin, ich bin den Tauber. Schön, das zu hören. Professor Weasley wird es auch freuen. Ich werde Sie wissen lassen, wie gut Sie sich hier machen. Danke, Professor. Professor Hackett sagte, dass sie Ihnen die Loso beigebracht hat. Nun sollten Sie für einen fortgeschrittenen Schwebezauber bereit sein. Wingardium Leviosa erfordert Leviosa und eine schöne, anmutige Stabbewegung. Mal sehen, wie Sie sich anstellen. Bei korrekter Ausführung sollten Sie in der Lage sein, Felsen zu heben, als wären es Zweige. Wutschen und wedeln. Und damit haben wir den Zauber freigeschaltet und damit die Aufgabe auch abgeschlossen. Oder? Sehr gut. Üben Sie ruhig weiter, Wingardium Leviosa, im Gewächshaus. Ich habe ein paar Kisten in den Nebenraum gestellt. So, auf jeden Fall Professor Garlics Aufgabe 1 haben wir abgeschlossen. Das ist erstmal das Wichtigste. Und dann können wir nämlich mit der Hauptquest weitermachen. Oh, ein Edelrosttrank. Schön, und eine Truhe. Eine Quidditch-Schutzbrille, die jetzt unwichtig ist. Gut, dann haben wir das. In der nächsten Episode machen wir dann weiter mit einer Hauptmission, würde ich sagen. Ja, ganz weit oben, heißt sie. Und das machen wir dann. Bis dann. Tschüss.